Ein fast leerer Trainingsplatz an der Säbener Straße. Carlo Ancelotti hat seinen Spielern am Montag freigegeben und beginnt mit der Vorbereitung auf das Heimspiel am Samstag gegen Hamburg am morgigen Dienstag mit einer öffentlichen Trainingseinheit um 11 Uhr. Ein wenig Betrieb aber natürlich auch heute. Franck Ribéry arbeitet nach seiner Oberschenkelverletzung weiter fleißig an seinem Comeback. Ob es für den Franzosen bereits am Samstag gegen Hamburg schon soweit ist, werden die nächsten Tage zeigen. Mit einem hart erkämpften 3:2-Sieg sind die Frauen des FC Bayern München am Wochenende aus Freiburg zurück an die Isar gereist. Treffer von Melanie Behringer, Vivian Miedema und Nora Hohlstadt sowie ein von Bayern-Torfrau Manuela Zinsberger gehaltener Elfmeter sicherten die wichtigen 3 Punkte. Für Freiburg war es die erste Heimniederlage der Saison. Trotz einer starken Leistung und einer großen Aufholjagd hat es für die Bayern Basketballer am Ende nicht ganz gereicht. Denkbar knapp mit 71:74 unterlag das Team von Sascha Djordjevic im Pokalfinale in Berlin gegen Topfavorit Borussia Bamberg. Im Halbfinale hatten die Bayern noch Gastgeber Alba Berlin mit 78:70 aus der Halle geworfen.